So, meine Lieben, da sind wir wieder. Es ist soweit, es geht los. Der erste FC Heidenheim gegen Red Bull Leipzig. Mein Name ist Eismännchen und ich begrüße euch zum Karrieremodus von FIFA 15. So, und bevor wir loslegen, werden wir natürlich uns mit den Taktikvorlagen beschäftigen, die wir so haben. Ich meine, alles, was rund ums Teammanagement ist. Ihr seht jetzt nochmal, Heidenheim ist der Gegner. Transfers sind die meisten getätigt. Der eine oder andere wird ganz sicher noch folgen. Wir gehen mal hinein ins Chaos hier. Gucken uns die Anweisungen an und natürlich hier die Taktiken. Wir werden auf Ballbesitz spielen. Das ist ganz nice. Und Khedira soll schon seine Position halten. Weiser soll auf jeden Fall ausgewogene Flankenläufe haben. Das denke ich nicht. Der soll für Flanken in den Strafraum sorgen. Ebenso wie Brandt, der wirklich die Flanken in Stöße bei Flankensituationen im Strafraum, Stöße, ja genau, Stoße. Laure bei Flankensituationen am Strafraumrand. Ja, das ist auch ganz geil. Da werden wir den Kaiser hinberufen bei sowas. Das ist ja ziemlich geil hier, ne? Also muss ich schon sagen. Strafraumrand bei Flanken. Und einer sichert immer, das soll Sar sein. Gucken wir mal, hinten bleiben bei Angriffen, schalte dich nicht bei Angriffen der eigenen Mannschaft. Wunderbar, der kriegt so eine Anweisung. Und hier Gnabry und Weiser, die beiden werden sich dementsprechend sicherlich mal abwechseln zwischendurch. Wir haben eine sehr, sehr gute Bank, wir haben einen sehr, sehr guten Sturm, wir haben eine ausgewogene Kader und wie gesagt, links in der Verteidigung, da kann noch was gehen. Und wie gesagt, wenn ich gekonnt hätte, hätte ich Rodriguez verpflichtet, wenn ich gekonnt hätte, hätte ich Sophie verpflichtet. Wir wollen noch einen allerletzten Blick hier drauf werfen auf die Wunschliste, die ich jetzt mal kleiner machen werde. Timo Horn ist leider nicht bezahlbar, der kann von der Liste runter. Ebenso wie Lagerang nicht konnte und jetzt auch Starke nicht. So, Koch auch ebenfalls von der Liste runter, weil auch er ja im Moment nicht zu bezahlen ist. Niklas Süle runter, war mir dann auch zu teuer für das Geld. Antonio Rüdiger, 10 Millionen gehen gar nicht. Genauso für Erik Durm, 10 Millionen nicht gehen. Bulli weiß ich nicht, warum der nicht gekommen ist, da können wir nochmal drüber reden, auch wenn es recht ist, ich bräuchte eigentlich einen Linken. Ja, ihr seht es bei Widmer, das ist natürlich auch so eine Sache. Rodriguez lasse ich mal drauf, der ist günstig. Finde kann man auch drauf lassen für vielleicht die nächste Saison. Aber wir müssen nicht so utopisch bleiben, wir müssen so kommen. Ein OM können wir auch noch gebrauchen, ganz ehrlich. Ein LV und ein OM, das wäre es natürlich noch. Da haben wir noch Potenzial. So, jetzt haben wir aber lang genug gelabert, Leute. Wir gehen ins Spiel. Erster FC Heidenheim zu Gast bei Rasenball Leipzig. Ne? Nicht bei Red Bull Leipzig, sondern bei Rasenball Leipzig. Obwohl ich ja immer noch für Red Bull bin. Und ihr seht die Aufstellung. Ich bin sehr, sehr, sehr motiviert auf das neue Team. Ich hoffe, ihr auch. Und wir knallen hier so richtig durch die Liga. Ich hoffe schon, ganz ehrlich, dass wir die Plätze 1 bis 3 irgendwie belegen. Mache ich keinen Hehl draus. Wäre alles andere, wäre ja echt bitter. So, haben wir getroffen. Jetzt geht's rein ins Stadion. Wir sind da. Zweite Liga ist schön. Leipzig gegen Heidenheim in Sanderson Park. Sehr schön. Eigentlich die größte Arena in Leipzig. Ey, und die ist leider nicht dabei. Aber egal, das ist schon cool. Oh, das ist auch sehr schön, ne? Das ist ja noch so ein paar. Guckt euch den mal an hier. Sieht ja aus wie das Giuseppe Meazza Stadion. Schöne Choreo natürlich auch für uns am ersten Spieltag. Und Heidenheim... Ja, das ist so eine Mannschaft, die kann man eigentlich nicht einschätzen. Das ist in der Realität gerade richtig heftig. Und ihr seht den Neumann Loris Karius vom FSV Mainz gekommen. Für gutes Geld. Aber der ist, glaube ich, sein Geld auch wert. Und vor allen Dingen ist er mal mit Zukunft. Ja? Serge Gnabry mit der 15, auch der ist nochmal richtig was wert. Nummern werden wir auch noch ändern, im nächsten Part, denke ich. Und ihr seht hier die Heidenheimer, die ebenfalls richtig heiß sein werden auf die Saison. Serge Gnabry haben wir hier nochmal groß im Bild vom FC Arsenal verpflichtet. Für kleines Geld einen richtig guten Transfer. Und hier kommt der Ansgar von Hauenstein, der Leiter der Partie. Und auf geht's. Heidenheim mal Anstoß von rechts nach links im Blau. Wir öffnen hiermit die zweite Ligasaison mit euren Wunschspielern. Ich habe nur eure Wunschspieler verpflichtet. Hab noch auf Holbjerg verzichtet, wo ich gesagt habe, den würde ich auch noch nehmen. Aber egal. Ich habe es getan. Und ich bin froh drum, weil es einfach Spaß macht, mit euch zusammen so eine Community dann so ein Let's Play zu veranstalten. Außerdem habe ich ja nochmal ein Bayern-Let's Play und mein Ultimate Team, wo ich ja schon das machen kann, wo ich niemanden fragen muss, in Anführungsstrichen. Das reicht mir auch vollkommen. Und sowas hier macht einfach dann auch Spaß, wenn es erfolgreich ist und ihr Spaß dran habt. Jetzt konzentrieren wir uns aber. Heise hier am Ball in der Rückwärtsbewegung. Ja, geht drauf. Oh, das wird aber lang gemacht hier. Jung, Jung. Verliert das Kopf bei Duell. Marcel Risse wäre auch noch einer gewesen, der mich interessiert hätte.
Das war super von Sarr. Und da haben wir ihn. Serge Gnabry zum ersten Mal am Ball. Der spielt ja auf Boyd. Kaiser. Schöner Übersteiger von Kaiser. Ah, schade. Zu zentral gespielt. Und Gnabry mit dem nächsten Ball. Wollte ich gerade sagen, nimmt Weiser mit, macht er. Oh, Ballverlust. Schnatterer. Und jetzt guck mal, wie der Weiser zurückschießt. Compare. Oh, den lässt sich aber hier aussteigen wie ein Schuljunge. Das darf natürlich nicht passieren. Gut, dann von Sarr geklärt. Eckball für Heidenheim. Nach einem dummen Ballverlust. Mitchell Weiser, da haben wir ihn. Jawohl, wir stellen das Ganze jetzt mal offensiver. Weiser feuert an. Oh, der ist ein Torwartball. Da ist Karius ganz sicher. Oh, direkt ab. Oh, von hinten. Alter, also nicht von hinten genommen, sondern von hinten gefoult, meiner Meinung nach. Kaiser. Kaiser, der Konter läuft. Wo ist der Gegenspieler? Nicht da. Boyd. Oh, abgefressen. Jetzt kommt er dran. Boyd, spitzer Winkel. Flanke von Kaiser, abgefangen. Nein, da ist keiner. Jetzt müssen wir rückwärts, jetzt müssen wir aufpassen. Da war Brandt nämlich da oben. Compare läuft ins Leere gegen Morabit. Oder eben auch, oh, der setzt sich aber gut durch. Alter, da spielt ja so einen Ball da. Schnatterer gegen Jung. Gut geholt zu zweit, aber aufpassen, Strauß. Verlaufen, zweimal verlaufen. Jetzt gibt's, was gibt's jetzt? Was gibt's jetzt? Es gibt keinen Elfmeter, oder? Das glaube ich doch jetzt nicht. 21. Minute der Saison beginnt ja mit einem Paukenschlag hier. Okay, den kann man tatsächlich geben. Und das war tatsächlich drin. Ich habe mich vollkommen verguckt. Das ist ein großes Problem von mir, dass ich noch nicht so richtig mit diesen... Also diese, ja, wie soll ich es nennen? Wo der Ball so hingeht. Das sieht noch merkwürdig aus teilweise. Und nein, ich hatte die richtige Taste schon fast gedrückt. 1-0 für Heidenheim durch einen Elfmeter von Marian Sarr verursacht. Das ist ein Schock. Aber vollkommen verdient, wenn man so dumm ist. Und da seht ihr die Fans von Heidenheim da oben. Die Massen sind da. Warum kann ich jetzt gerade hier nicht drücken? Ich würde jetzt gerne weiter drücken, danke. Marc Schnatterer, erste Saisontor und Red Bull, Rasenball, wie auch immer, gleich erstmal in Zugzwang. Mitchell Weiser nimmt das Tempo mit hier. Oh, den, schön lässt er den stehen. Oh nein, okay. Bisschen arg übertrieben. Wie er da die Wendung gemacht hat wie ein Öltanker. Oh, jetzt hat er noch Pech, der Weiser. Heise legt den Ball viel zu weit vor. Da ist dann... Oh, wieder einer da. Es wird sehr zerfahren sein, die ersten Parts. Das kann ich euch sagen. Das habe ich im Bayern-Karrieremodus auch schon gesagt. Das ist... Alter, dass ich so meine Phasen brauche, bis ich dann doch irgendwie dieses Spiel mal raffe. Ich finde es extrem schwer zu steuern defensiv, ganz ehrlich. Und wie die da immer weggedrückt werden, das, da komme ich noch gar nicht mit klar. Sehr schöner Ball in die Schnittstelle gegen Boyd. Schade, Zimmermann ist da. Boyd hat den Vorzug vor Paulsen heute bekommen. Ob es richtig war, werden wir am Ende sehen. Oder ob am Ende Rebic sogar die bessere Wahl gewesen wäre. Das hat mir im ersten Testspiel nämlich sehr gut gefallen. Man kann irgendwie so den Kontakt nicht richtig aufnehmen. Khedira. So, Kaiser spielt den Ball lang. Oh, Alter, wird der weggegrätscht. Jetzt haben sie zu... na, alles klar. Eigentlich war das... Ist egal, komm, weiterspielen, Fußball spielen. Schnatterer. Gut geholt von Weiser. Hat er schön prallen lassen für Kalmer. Wo ist denn Brandt? Brandt versteckt sich wohl. Da ist er, Julian Brandt. Kommt mit der guten Flanke. Aber Torhüter Zimmermann vor Weiser. Der wäre einkaufbereit gewesen. 35 Minuten sind rum. Red Bull fällt wenig ein. Rasenball natürlich. Nimmt mir das Red Bull nicht übel, aber ich finde es einfach eigentlich viel cooler. Ich finde das so lächerlich, dieses Gemache um den Namen. Serge Gnabry. So, Weiser. Hat er gut gemacht. Mitchell Weiser. Ah, Göhlert hat ihn abgelaufen. Weiser hat da nicht den Körper, um ihn reinzustellen. Oh nee, Gnabry nimmt den auf der Linie an. Wie schlecht war das? Aber so den Ball wieder erobert. Auch nicht schlecht. Kommt her. Das ist Brandt. Boah, Fehler. Zu viele einfache Ballverluste auch noch bei Leipzig hier. Wir haben da noch sehr viele von. Und das ist Brandt. Alter! Ey! Also entweder ist es ein Foul oder eine gelbe Karte für eine Schwalbe. Ne? Ganz ehrlich. Khedira gegen Morabit. Abgegrätscht. Gut. Natürlich. Oh, Leute.
Das sind so Sachen, da. Ich finde das Gameplay jetzt sehr geil gemacht, aber das sind so Sachen, da kann ich mich totlachen drüber, ganz ehrlich. Natürlich, und meine Spieler fallen immer über den Gegner. Auch interessant. Schnatterer. Jo, Eckball, egal, wir haben den geholt. Das bin ich jetzt FIFA 15, 14 noch gewöhnt. Wenn ich dann den Ball mal kriege, geht er ins Aus. Also eine dürftige erste Halbzeit hier bisher. Den sollten wir aber abfressen. Karius ist da, gegen 5. Und vor allen Dingen 5 eigene. Ja, bewegt euch nur nicht hinten raus, ist auch richtig. Ja, den Ball werfe ich mal ab, weil ich mir denke, da kann man ja auch mal hingehen eigentlich. Also ist schon sehr, sehr schwach bisher die Intelligenz der Spieler. Und jetzt ist Halbzeit 0 zu 1. Das sieht nicht gut aus bisher, was wir hier anbieten. Eine ganz schwache erste Halbzeit. Sehr nervös. Und ja, müssen noch viel üben. 1-0 für Union, auch gegen die Eintracht Braunschweiger. Die haben sich das sicherlich auch anders vorgestellt. Und wir bringen Rebic jetzt eindeutig für Beuth. Ich denke, dann könnten wir uns noch über Kimmich Gedanken machen für Kalmar, aber von dem habe ich auch nichts gesehen. Ein Doppelwechsel ist, glaube ich, jetzt einfach mal nötig. Und bei 43% Ballbesitz lässt sich da, glaube ich, nicht viel anderes sagen. Wir müssen jetzt kommen. Also, auf geht's. Leipzig in der zweiten Halbzeit mit zwei Neuen. Und ich hoffe, das waren die beiden richtigen Wechsel. Da haben wir Rebic direkt. Kaiser. Rebic. Macht er sehr gut. Rebic, gleich erstmal der erste Schuss zumindest. Das war die erste Torschance, wenn man ehrlich ist, mit dem schwachen Linken von Rebic. Hat ihn hier schön aussteigen lassen und trifft den Ball da nicht richtig. Aber okay, damit können wir leben. Und Zimmermann muss zum ersten Mal einen Abstoß machen, weil zum ersten Mal ein Schuss Richtung Tor kam, den er nicht parieren konnte. Auch wenn er natürlich schon zweimal gehalten hat vorher, aber das waren ja eher Zurückgaben. So, Kaiser. Kaiser auf Weiser. Sehr gut. Sehr schön gesehen. Kaiser muss sich da nur durchsetzen eigentlich. Schafft er aber nicht. Es gibt nur Einwurf für Leipzig. So, und wir müssen jetzt kommen und wir werden jetzt kommen, da bin ich mir sicher. Sehr gute Aktion von Kaiser. Guter Flankenball eigentlich. Ein bisschen zu weit. So, wir müssen aufpassen. Die sind sehr robust, die Heidenheimer. Das haben wir mit unseren, ich sag mal, kleinen, schnellen Spielern doch einen echten Nachteil. Oh. Das war klasse geholt von Marvin Kompea. Oh, und da spielt er so einen Ball in des Gegners Fuß hier. Bitter. Erst den Ball so geil geholt und dann so einen Ball nachgespielt. Aufpassen. Ja, den muss ich ihn jetzt fast schon machen lassen. Genau, sonst gibt es hier Freistoß. Wo man uns jetzt. Oh, was ist jetzt? Jetzt pfeift er trotzdem oder was? Oh, wie bitter. Und das gibt Gelb für Marvin Kompea. Na gut. 56 Minuten durch. Erste gelbe Karte haben wir also auch. Alles ist da. Hallo, ich würde hier gern weiterdrücken. Wieso kann ich den hier nicht weiterdrücken? So. Ach gut. Gibt es dann doch Freistoß für uns. Interessante Entscheidung. Kann ich mit leben? Kaiser. Rebic. Oh, guck mal, wo die stehen, ey. Mit ihrer Viererkette. Die stehen so extrem tief. Jawohl, weiter. Spiel verlagern. Gnabry geht durch. Ja, oder auch nicht. Sehr gut angetäuscht von Gnabry. Macht er nochmal gut. Ach, da ist keiner frei. Hat den Ball aber behauptet. Serge Gnabry. Controller ist leer, lächerlich, der ist nie leer. Auwei, Fehler wieder, Wittek. Gut zurückgearbeitet von Gnabry, gut von Compère geholt. Auwei, umgerannt eigentlich. Hätten wir auch mal gegen uns pfeifen können. Brandt sieht das sehr gut, dass Rebic da frei ist. Brandt, und da gibt er eine Rückgabe ab, ich werde wahnsinnig. Oh mein Gott, das muss der Ausgleich sein. Alter, was scheiße hier. 65. Minute. Und der erste FC Heidenheim steht kurz davor, hier zumindest nicht, zumindest zu überraschen. Denn Heidenheim ist eigentlich ein Gegner, wo ich gesagt hätte, den müssen wir mal schlagen. Aber was ist das beim Saisonauftakt oft? Das denkst du dir und dann hast du dich ausgedacht. Wobei, das war eine ganz klare Aktion. Rebic, guter Ball auf Weiser. Rebic ist sehr aktiv. Weiser, sehr gut gemacht. Ach, Zimmermann, warum spielt er den nicht kurz auf Rebic, der Weiser? Dann ist er vielleicht drinne. Aber wir nähern uns dem Tor so ganz langsam an. Erste Halbzeit war so ein bisschen zum Einlaufen gut geholt. Kimmich. Auch der macht einen guten Eindruck nach seiner Einwechslung. Brandt. Brandt muss ein bisschen mehr bringen. Das macht er jetzt mal ganz gut. Angetäuscht die Flanke. Flankenlauf. Nein, gibt nur Einwurf. Nächster Wechsel bei Heidenheim. Ich verzichte auf den dritten Wechsel noch. Brandt. Jung. Aber wenn keiner kommt. Oh, Alter. Tritt ihm eigentlich den Fuß fast ab.
Ah, Brandt, Junge, hol dir wieder. Na also, gut gekämpft. Auch wenn ich jetzt gerade wieder nicht verstehe, warum er den Spieler nicht wechselt. Jung Kimmich, jetzt geh durch. Er geht durch. Er geht durch und hat das Pech, dass der Typ da wartet, der wird weg. Scheiße, ey. Warum bewegen die sich denn so schlecht? Hätte gedacht, er geht dahin. Was war denn das für ein Riesenball hier gerade? Was war denn das für ein Riesenseitenwechsel? Compare. Boah. Yo. Mach dich einfach mal frisch, genau. Ja, klar. Nochmal. Hallo. Was muss ich denn machen hier, um den Ball zu verteidigen? Gut, das ist kein Problem, Karius. Aber trotz allem, das war schon hart. So, Kaiser. Ab geht's über Rebic. Weiser kommt da oben. Fehlpass von Rebic. Der erste, glaube ich. Boah. Die sind ja brutal, die Typen. Guckt euch das mal an. Die kriege ich überhaupt nicht in den Griff. Und jetzt müssen wir aufpassen. Den mussten wir holen. Das war... Oh, Leute. Das war ganz wichtig. Khedira. Geh doch mal durch da oben, Weiser. Was machst du denn? Naja, gut. Dann ist jetzt Rebic frei. Rebic. Schieß, Junge. Er macht ihn nicht. Abwehr. Nachschuss. Kimmich ist eine Rückgabe. Ich werde wahnsinnig. Ich wollte doch nur schnell drücken. Oh mein Gott. Hypernervös hier gespielt. Ganz schwach. Das muss er gewesen. Das muss es gewesen sein. Kimmich. Rebic. Den hat er. Den hat er. Den legt er raus auf Brandt. Brandt. Kimmich. Ah, hat zwei aussteigen lassen. Wieder gehalten. Wahnsinn. Serge Gnabry. Nächste Aktion. Auch wieder gut gemacht. Kimmich. Gut gemacht. Khedira. Kaiser. Gnabry. Ja, oh, ich komme nicht zum Elfmeter. Den wollte ich mit Elfmeter rausholen. Gnabry mit Wille. Nein, das reicht nicht. Wille reicht manchmal halt nicht. Und er legt den Tiefen entspannt unter Druck da raus. Okay, Brandt. Der Ball ist aus. 90 plus 3 sind angezeigt. Er steht 0 zu 1. Und wir sind in Zugzwang. Kimmich. Brandt. Khedira. Oh, Khedira. Mach ihn einfach. Nein, Zimmermann. Ich werd wahnsinnig. Der nächste Ball kommt. Khedira. Gut reingelegt. Oh, und der ist weg. Und das war's wohl. Und das war's wohl. Dominik Kaiser, das sollte es gewesen sein. Das sieht nach der ersten Saisonniederlage aus. Im ersten Heimspiel. Wie bitter ist das denn? Meine Güte. Ja, da ist abgepfiffen. 0 zu 1 gegen Heidenheim verloren. Ganz bittere Geschichte. Aufgrund einer ganz grottenschlechten ersten Halbzeit. Da brauchen wir, glaube ich, nicht viel zu reden. Und weil wir die Mannschaft auch nicht kennen. Ja, jetzt haben wir in der zweiten Halbzeit das gespielt, was ich mir vorstelle. Aber in der ersten Halbzeit einfach nicht. Und jetzt beugt mir noch 5-5 ganz schwach. Keiner auch nicht unbedingt überragend. Kaiser aber auch nicht. Tja. Und da kommt das bei raus am Ende. Keine gute Leistung unserer Mannschaft. Und wir sind gleich mal hinten dran in der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir lernen also gleich das Geschäft richtig kennen. Und das kann ja nur gut sein. Das tut uns ja nicht richtig weh, ne? Wow. Jetzt warten wir noch eine Woche. Und dann geht es nochmal drum um mögliche Verstärkungen. Ach, jetzt kriegen wir wieder Mails. Ja, mach dir Gedanken. Dann wechsel den Verein, Mann. Das ist ja das, was ich halt sage. Wechsel den Verein. Letztes Spiel vor dem Transferende. Und dann geht es nochmal in die Vollen. Nach dem Spiel gegen Düsseldorf. So, hier Länder. So, das ist doch wunderbar. Ja, aber eine Laie. Und dann noch nach Fürth. Das ist ein direkter Konkurrent, Leute. Egal, nehmen wir an. Schade. Was haben wir hier noch? Ein Transferangebot? Ach nee, das ist das für hier Länder. Gut. Wie gesagt, wir kümmern uns nach dem Düsseldorf-Spiel. Nur keine Angst, nach dem Düsseldorf-Spiel geht's weiter. Ich werde eure Tipps noch für Linksverteidiger und Offensive noch aufschreiben, solange. Und dann geht's weiter. Denn da sind wir jetzt beim nächsten Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Und nur kommt das ein Ding, der einen Tag jetzt auch noch simulieren können. Da geht's nochmal richtig zur Sache. Jetzt stehen wir schon unter Druck gegen Düsseldorf. Das ist natürlich hart. Auch eine ambitionierte Mannschaft. Und ich bin gespannt, wie wir uns gegen die schlagen, wie ich aufstelle. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch trotzdem gefallen hat und ihr mir die Daumen weiter drückt, dann lasst doch ein Like da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Und im nächsten Part versuchen wir, Punkte zu holen. Und dann holen wir die letzten kleinen Feinschliffe für den Kader zusammen. Ich habe viel vor mit euch. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao. Und haut rein.